Hey, ich bin's wieder, Chris, und willkommen zur 30. Folge unserer Serie Weg zum Twitch Affiliate. Ja, ich will euch jetzt mal kurz zeigen, wie ihr einen Sub-Counter auf eurem Overlay für euren Livestream auf Twitch einbindet. Und zwar ist es halt einfach ein Sub-Zähler, der halt einfach anzeigt, wie viele Subs ihr aktuell habt. Und das habe ich jetzt auch schon öfter mal bei größeren Streamern gesehen, deswegen ist es eigentlich eine ganz coole Funktion. Ja, wir haben ja hier wieder unser Overlay, da machen wir jetzt weiter. Wenn ihr wissen wollt, wie man so ein Overlay erstellt, dann guckt euch auch gern mein Video dazu an. Ich werde es nochmal beim i verlinken. Gehen wir auf Bearbeiten hier bei Stream Elements. Also mit Stream Elements geht das ja hier alles ganz einfach. Und dann gehen wir hier auf das Plus, dann auf Labels. So, und jetzt kann man das hier entweder für Subs machen oder auch genau gleich für Follower, dass man sich einfach anzeigen lässt, wie viele Follower man gerade hat. Oder dass man sich anzeigen lässt, ja, wie viel halt an Bits gecheert wurde. Donation Count kann man sich auch anzeigen lassen. Ja, das funktioniert bei allen gleich. Ich zeige es euch jetzt einfach mal mit dem Sub Count. Also gehen wir auf Subscribers, dann Total and All Time. Und dann haben wir jetzt hier einmal den Sub Count. Your latest Subscribers during Time Segment. Also deine letzten, ja, Subscriber in einer Zeitperiode, die wir selbst festlegen können. Klicke ich drauf. So, jetzt wurde hier das Element schon auf das Overlay gesetzt. Jetzt könnt ihr das wieder dahin ziehen, wo es euch am besten passt. Ich packe es jetzt einfach mal kurz hier hin. Ja, dann können wir jetzt hier den Text festlegen. Einmal hier der No-Data-Text, also falls ihr noch keine Subs habt, dann könnt ihr einfach sagen, ja, dann soll es einfach leer sein, zum Beispiel. Oder halt das gleiche da stehen wie hier oben. Und beim Text kann man es natürlich noch auf Deutsch eintragen. Oder man könnte einfach kurz einfach nur hinschreiben, Subs. So. Das gleiche könnte man jetzt hier auch nochmal bei No Data reinschreiben, also wenn noch keine Daten vorhanden sind, also wenn ihr noch keine Subs habt, aber es trotzdem schon mal drin haben wollt, weil falls ihr dann mal Subs bekommt auf Twitch. Ja, dieses in Klammern Count müsst ihr stehen lassen, weil das ist halt ja der Parameter, über den sich Stream Elements eure Sub-Anzahl von Twitch holt. Genau, und dann können wir jetzt hier noch die Periode einstellen, also ob nur die Subs vom aktuellen Stream angezeigt werden sollen oder von den letzten 7 Tagen oder von den letzten 30 Tagen. Ja, ich persönlich finde von den letzten 30 Tagen am besten. Deswegen nehmen wir das mal. Okay, jetzt steht hier wieder automatischer Text davor. Last auf Englisch, last 30 days, Sub Count. Ja, würde ich jetzt in meinem Fall einfach nur Sub Count hinschreiben. Das würde mir persönlich reichen, aber ihr könnt natürlich einen Text eintragen, der euch gefällt. Und das gleiche hier bei No Data auch wieder. Ja, und das ist es im Prinzip auch schon. Hier unten seht ihr nochmal die Variablen. Es gibt nur hier diese Count-Variable. Das ist das, was ich eben schon gesagt habe, hier in der Klammer. Das sollte man stehen lassen. Ja, genau. Dann könnte man hier noch die Zeitperioden umstellen. Ja, entweder dass halt Subs aus den letzten 30 Tagen angezeigt werden sollen oder halt hier könnte man auch sagen, immer zu Anfang des Monats, also zum 1. Also ab dem 1. des Monats. Ja, ich lasse es gerne Standard, das passt so für mich. Ja, und bei Text-Settings können wir dann jetzt natürlich auch wieder ich muss erst mal kurz das wieder zurückkommen. Das finde ich hier ein bisschen doof gemacht, dass man immer nicht so einfach zurückkommt. Ich gehe jetzt mal hier auf zurück. Ah, erstmal speichern. Gehen wir nochmal zurück. Gehen wir wieder rein. So. Ja, dann sehen wir jetzt hier unseren Subcount auf jeden Fall. Hier bei den Layout können wir draufklicken oder hier direkt im Overlay.
Einstellungen hatten wir schon. So Text-Settings kann man jetzt natürlich wieder noch einstellen, dass es hier eine andere Schriftfarbe sein soll, eine andere Schriftart sein soll. Schriftgröße kann man alles einstellen, wie gewohnt. Ob es zentriert, also mittig sein soll, der Text, oder linksbündig, fett, kursiv unterstrichen. Ich lasse es immer meistens Standard. Textschatten wieder, damit man es besser erkennt, auch auf weißem Hintergrund, auch wenn die Schriftfarbe weiß ist. Wenn man ja einen schwarzen Schatten hat, erkennt man es dann trotzdem, das ist ganz gut, das lasse ich auch so. Ja, hier könnte man dann auch wieder einstellen, dass hier wie schon beim neuesten Sub, den man anzeigen lassen will, dass der Text eben einen Lauftext ist, dass der halt so sich hier so durchläuft, wenn man das möchte. Man kann dann hier auch wieder einstellen, von welcher Seite er, nach welcher Seite er laufen soll und wie schnell hier daneben mit der Zahl. Je höher die Zahl, desto schneller läuft der Text. Ja, und das ist es im Prinzip auch schon. Ja, jetzt haben wir hier natürlich auch noch die Möglichkeit, unsere Total Subscribers anzeigen zu lassen. Ja, wieder gleiches Prinzip. Und hier geht es dann halt nicht um die aus den letzten 30 Tagen oder aus einer bestimmten Zeit, sondern halt unsere Subs, die wir insgesamt haben auf unserem Twitch-Kanal. Also alle Subs. Ja, und das funktioniert dann jetzt wieder genauso wie bei dem Latest Sub-Count auch. Und dann gibt es auch noch All-Time-Top-Gifter. Das ist einfach dafür, da könnt ihr halt anzeigen lassen, wer schon bei euch im Livestream die meisten Subs verschenkt hat. Das kann man hier anzeigen lassen. Top-Gifter, könnte man hier wieder was anderes reinschreiben. Die Sachen in Klammern, das sind wieder die Variablen, die muss man wieder so lassen, damit sich Stream Elements die Daten von Twitch holen kann. Und hier dahinter wird noch die Menge angezeigt, also der Name von dem Top-Gifter, bei mir ist es Hyflex in meinem Stream. Und dann hier noch X mal Amount, so und so viel. Also wie viele Subs hat er schon verschenkt? Bei mir hat er bisher einen Sub verschenkt. Und das wäre jetzt halt aktuell mein Top-Gifter. Und da steht gleich noch dahinter, wie viele Male mit dem mal 1 hier, wie viele Male er schon Subs verschenkt hat. Auch eine coole Sache. Ja, Text-Settings auch wieder gleich wie bei den anderen, wie wir es eben schon hatten. Und ja, das ist es dann im Prinzip auch schon. So könnt ihr euch euren eigenen Sub-Count in eurem Stream, in eurem Overlay mit Stream Elements ganz einfach anzeigen lassen. Ja, das war's dann auch schon. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr ja schon wusstet, wie das geht oder ob ihr schon selbst so einen Sub-Count in eurem Stream habt. Und ja, wie ihr das vielleicht so macht. Vielleicht habt ihr da auch noch irgendwelche Tipps. Ansonsten, wenn ihr noch Hilfe braucht, dann auch gerne in die Kommentare damit. Können wir uns da auf jeden Fall noch ein bisschen helfen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns schon im nächsten Video wieder. Also bis dann. Ciao, ciao, euer Chris.